Hallo und willkommen zurück zu Half-Life 2. Ihr seid bei Rudi spielt und ich stehe immer noch mit dieser komischen, ich weiß nicht, was das ist, Bombe, Granate, irgendwas rum. Ich nehme den einfach mal mit. Man weiß ja nie. Ich schieße einfach mal hier rein. Ich habe so ein bisschen Lebensenergie, das ist ganz gut. Ja, das war wieder unnötige Munitionsverschwendung. Okay, die hat sich erledigt. Also ich finde diese schwarzen, die sind unheimlich... Naja, wie soll man sagen? So, machen wir die Tür nochmal zu. Machen wir nochmal ein bisschen Feuerwerk. So, kurz mal ein bisschen. So. Da vorne steht irgendwo auch noch ein Turret anscheinend. Ach nee, das Turret hat sich erledigt. Sehr gut. Davor ist ein altes Gebäude. Bank oder Museum oder so etwas. Okay. Was auch war, jetzt ist jedenfalls ein Nexus der Überwachung in City 17. Es ist eins der Hauptprobleme hier im Viertel. Denn dort ist ein riesiger Unterdrücker, der vom Dach aus alles platt macht. Okay. Den werden wir jetzt suchen. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Wie, na los jetzt? Sollen wir einfach da runterspringen oder was? Dann mach mal auf. Na, geht doch. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Das war's. Anschleichen hilft nicht mehr. Okay, wir müssen einfach weiter. Das sieht nicht ganz so gut aus hier. Moment. So. Das Turret hat sich erledigt. Und hier schauen wir mal ein wenig um. Wow. Wohin müssen wir? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier kommen wir nicht durch. Oh. Okay, das sieht sehr tödlich aus alles. Und dagegen können wir uns auch überhaupt nicht verteidigen. Kaum schaffen, Gordon. Wir müssen ihn von innen erledigen. Ja, wo sollen wir denn lang? Ich sag doch nichts. Und wie sollen wir da hin? Dann sag doch mal was. Achtung! Ich kenne mich doch hier nicht aus. Von innen erledigen. Was sollen wir denn machen? Wo sollen wir denn lang? Hier irgendwo durch? Okay. Da kommen wir auch nicht rein. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin sollen. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ich weiß überhaupt nicht, was früher war. Hier geht's irgendwo rein. Okay, hier gibt's ein bisschen Health. Und gerade zerstört er irgendwie alles einfach. Das ist vollkommen egal, was hier los ist. Sind wir jetzt drin? Der Angst und Rückständigkeit in der Erfahrung mit der Wahrheit.
Oh. Versuchen Sie mal hier drunter. Ich nehme mal das andere MG in die Hand. Geh mal hier durch. Da geht's nicht durch. Moment, wir werden beschossen. So, den haben wir. Den haben wir auch. Also hier können wir durch. Da drüben ist eine Tür. Okay. So, befreit. Hier gibt es noch irgendwie... Ist das Munition? Anscheinend sind das Waffen. Startet euch mal aus und los geht's. So langsam verliere ich ein bisschen den Überblick. Zumal wir ja das Problem haben, dass diese Waffe einfach so unberechenbar ist. So, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Granate. Ach Leute. Gut, jetzt sind wir so weit. Ich glaube, wir können jetzt rein. Oder? Kommen wir da überhaupt rein? Ich möchte mich gerne persönlich anzuwenden, Dr. Freeman. Ja, ich rede mit Ihnen. Mit dem letzten freien Menschen. Ich möchte Sie fragen, wie können Sie nur alles aufgeben? Was gebe ich auf? Und worauf schießen die? Okay, wir bleiben mal hier kurz stehen. Ich möchte mal zuhören, was er erzählt. Dass unsere Gönner dies hinnehmen. Derzeit scheinen sie selbst meiner Wenigkeit zu misstrauen. Das ist der Dank für meinen Dienst an der Menschheit. Helfen Sie uns jetzt, Dr. Freeman. Geben Sie auf, noch ist es möglich. Verraten Sie das Vertrauen der Menschen in Sie nicht. Tun Sie das Richtige, Dr. Freeman. Ich gehe für die Menschheit. Ich weiß nicht, wo wir weiter müssen. Das ist irgendwie so eine Ratefolge. Also hier kommen wir ja auf keinen Fall rein. Das ist ja alles zu irgendwie. Da kommen wir auch nicht durch. Ah, Moment. Kurz noch ein bisschen nachladen. Wo sind wir jetzt? Wir sind schon wieder fast alleine. Cool. Ah, ne, haben wir noch. Okay, gucken wir uns erstmal in den anderen Räumen noch um oder gehen die gar nicht? Ne, die sind alle verschlossen. Wir müssen hier weiter. Okay. Ich habe ja noch eine Granate. Ich werfe die mal kurz rein. Es hilft nicht. Was sind das denn? Türme. Du hast den Anzug, also kümmere dich um sie. Ich erledige das mit der Konsole. Was soll ich denn machen? Ich kann die nicht kaputt machen. Ich guck mal eben hier um. Habe ich ja auch nicht schon gemacht oder so, ne? So, was nochmal so? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ist jetzt was passiert? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Rolle Granate rein, wenn du eine hast.
passt. Das sollte genügen. Vorsicht! Ja, lauf doch nicht immer da rein. Vorsicht! Ich weiß nicht, was ich hier hochjagen soll. Gut, ich mach das jetzt auf. Jetzt habe ich es verstanden. Ich musste reinlaufen. Okay. Ist ja auch eine verschlossene Tür. Ist das da hinten? Ach, das ist noch so ein Energie... Oha, Landungsschiffe. Okay. Wir kommen über das Dach. Wenn wir durch die Schilde wollen, müssen wir die Generatoren einzeln ausschalten. Oh oh. Jetzt habe ich ein Problem. So, nee, das Ding hat sich deaktiviert. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Ich muss da eben noch ein paar Granaten holen. Ich habe nämlich gerade keine mehr. So, kurz nochmal Granaten auffüllen, Munition auffüllen. Oh, danke. Okay. Versuch mal erstmal diesen komischen Bodenturm da auszuschalten. Okay, der ist nicht alleine anscheinend. Ah, das löst mehrere aus. Erwischt? Nicht erwischt. Okay, wir stellen uns doch nochmal hier rein. Ich glaube, jetzt habe ich es erwischt, oder? Ja. Okay. Ich hole mir noch mal eben ein paar... Ja, schön. Ich gebe mir noch mal eben noch ein paar Granaten holen. Weil die scheinen wir jetzt noch ein bisschen öfter zu brauchen. Munition können wir ja nichts auffüllen. Wir haben ja soweit alles... Ich weiß gar nicht, wir haben nicht alles aufgefüllt, aber... Okay, das Schutzschild können wir ja eh nicht ausschalten. Ist hier noch drin? Nichts. Sehr gut. Okay, schauen wir mal hier hinter. So, dann geht es ja hier jetzt wohl weiter. Wenn sie hierher kommen, müssen sie auch irgendwo hinkommen. So, hier sind wieder neue Türme. Wo sind die? Zwei Stück hier. Ah! Das ist nicht meine Aufgabe, oder? Oh, die sind beide noch aktiv. Verdammt. Okay. Lass ich doch mal da durch. Oh, wenn ihr nicht immer im Weg stehen würde, dann wäre das so einfach alles. So, die haben sie jetzt beide erledigt. Können wir noch... Ach, Leute. Eine Granate haben wir immerhin noch bekommen. Wenn ihr mal nicht immer nur im Weg stehen würdet. Das ist so nervig. Hier ist noch ein bisschen Muni. Da könnten wir mal noch ein bisschen unseren...
So. Okay, nur noch zwei Generatoren. Okay, nur noch zwei. Das ist ja schön. Sorry, Doc. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle, da wir den einen Generator gefunden haben und hier unseren Anzug endlich aufladen können, beenden wir mal die heutige Folge und sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Half-Life 2. Bis dahin.